wheel down to southward, O Guvaruska, go. And tell the deep sea viceries the story of our woe. Hier hat sie oft gesessen. Hier hat sie sich einmal hinabstürzen wollen. Hier ist Irene am Leben geblieben. Vielleicht, weil der Delfin sprang. Eine, die aussieht wie sie, darf nicht sterben. Delfine wissen das. Es kam eine Welle, nahm bückend Anlauf und hob den Nacken alle die 20 Meter hinauf. Eine Wölbung aus Wasser und doch nicht aus Wasser, die sie zurückhielt und für 2 Wochen einem anderen Mann an den Hals warf. Woran Fichte selbst schuld war. Doch das ließ er sich von niemandem sagen. Nun reckt er seinen Schädel in die Hitze und trotzt Irene dem Meer wieder ab. Denn diesmal hatte sich keine Welle erhoben. Diesmal hat nichts Irene zurückgehalten. Sie hat sich in Seeschaum aufgelöst. Fichte umklammerte ihren Körper und auch sie hielt sich fest. Aber seine Gewalt tat ihr weh. Er presste zu sehr, sie musste sich immer flüssiger machen und ist ihm durch die Arme geronnen. Auf seiner Haut letzte Bläschen, die platzten. Er umarmte nur noch sich. So dass er ein drittes Mal hierher kommen wollte, wo seine indische Frau oft gesessen hat, auf diesen Felsen, der in die arabische See blickt.